Ich bin jetzt bei den Ponys angekommen. Die rufen da schon. Und ich fülle gleich Futter um. Und die finden es natürlich sehr spannend hier, wenn ich hier mit dem Müsli ankomme. Genau, hier ist nämlich schon wieder fast leer. Schön. Lady, Koti, ab. Hast du einfach eine Scheibe Toast geklaut? Das war gemein. Dabei mag der Spinne überhaupt kein Toast. Der kriegt nie welches, weil er eigentlich keins mag. Kumpel, das war richtig gemein. Kannst du voll vergessen. Hier, dein gutes Vollkornbrot, ja. Und dann auch noch hier alles verloren. So ein Idiot. Achtung, Daddy. Hier, bitteschön. Kriegst du zurück. Das kann ja wohl nicht angehen. Ich fahre jetzt Heusäcke hoch und abäppeln. Immerhin fressen sie jetzt ordentlich schon mal. Also das Heu besser auf. Ich habe jetzt, die sind übrigens da vorne und futtern ihre Eimer. Genau, ich habe jetzt nämlich bei den Heusäcken nur zwei aufgehangen. Gestern auch schon, damit die mal ein bisschen ordentlicher das hier auffressen, weil die haben einfach ein Überangebot an Futter, was hier rumliegt. Das Heu ist ja an sich alles noch gut, aber dadurch, dass sie so viel haben, fangen sie an dann rumzusauen. Und hier habe ich jetzt auch, hier ist übrigens der Teil der Birken, der war jetzt mega lange zu. Weil die Griffe da sozusagen neu sind, der Durchgang. Und sonst hätten sie mal über den Reitplatz rüber gemusst und den habe ich ungern offen, dass sie mir hier nichts umschmeißen, weil da auch noch die Reihe steht und Kie rumläuft. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Hier oben ist auch mein Licht. Das war jetzt auch schon eine Weile nicht mehr in Benutzung. Genau, und ich habe jetzt einfach hier zwei volle Heusäcke rangehangen und dann noch von den, ja, von vorgestern sozusagen, die, wo noch ein bisschen drin ist. Also falls sie Hunger haben, können sie das auf jeden Fall noch auffressen. Weil ich sehe auch nicht an, dass das so weggeschmissen wird. Jo. Okay, freut sich auch, dass er wieder mit ist. Und ich werde jetzt erstmal drei Karren abäppeln. Und was halt richtig viel Platz wegnimmt, ist einfach dieses Heu, wenn sie das nicht fressen. Das muss nicht sein. Und Mist rausfahren tue ich dann hier hinten bei dem Tor. Zur Abwechslung mal. Ist vom Weg einfach manchmal günstiger, wenn man hier hinten mit dem Abäppeln anfängt. Und ja, hier gibt es tatsächlich auch noch ein Tor. Das ist aber immer dreifach hier gesichert, sozusagen. Hier unten auch noch mit Strom, weil wir... nicht direkt hier hinter, ne? Aber in dem ganzen großen Waldgebiet halt auch Wolfspopulation haben und da muss es einfach nicht sein, dass die irgendwie die Möglichkeit haben, sich hier durchzugraben. Deswegen hier unten auch. Strom ist aber nie an, wenn wir hier sind. Und jetzt geht's mal los. Wetter heute ist übrigens richtig schön.
Babys sind gerade so überfordert mit der Situation, dass da hinten. Das wird koppelt. Dass da hinten rechts auf ist, also hinter dem birkenden Weg. Die sind die ganze Zeit nach hinten gelaufen und haben es nicht gesehen. Jetzt müssen wir hier den Schäfchen zeigen, wo es fressen ist. Deswegen habe ich mir jetzt einfach Koti hier geschnappt. Habe jetzt keine Reithose an und ich werde gleich ein bisschen bereuen wahrscheinlich, weil mein Autositz voll sein wird mit Pferdehaaren. Die sind nämlich im Fellwechsel Deluxe, aber ich glaube, die brauchen einen kleinen Hinweis, wo hier das fressen. So, mein Handy kann das irgendwie nur im herangezoomten Modus mit der Kamera filmen, weil es sonst so dunkel ist. Da kommen sie schon. Hinten auch Dolly. Kriegt mein Handy nicht ganz hin. Ja, normalerweise hängen hier immer die Heusäcke. Und jetzt, Pony, krieg keinen Riesenschreck, wenn du siehst, dass da auf einmal ein Tor ist, okay? Ja, schau mal. Um Gottes Willen. Ist hier offen? Wow. Eine ganz neue Welt. Ja, Lady kannst du noch gar nicht fassen. Okay? Voll für alle. Zu aufgeregt, um zu futtern. Achso, ich habe übrigens aus dem Strick schnell mal einen Halfter gebunden. Weil ich jetzt den Schuppen für die Halfter schon zu hatte. Und ich ja nicht davon ausgehen konnte, dass die so dusselig sind. Komm! Und du kannst es auch nicht fassen, ne? Komm! Wie so ein Fohlen, was das erste Mal Schnee sieht, ja? Komm, Dolly! Na bitte! Ist gut, Kumpel. So, du hast jetzt die Ehre, mich wieder nach vorne zu bringen, weil ich habe jetzt echt keine Lust, wieder runterzulaufen. Da nehme ich schon alles im Auto, es ist alles fahrbereit, der Mist ist drüben. Aber ich wollte die Ponys hier nicht so verzweifelt zurücklassen, weil ich gehe davon aus, dass die einfach die ganze Zeit, also die wären noch ein paar Stunden davon stehen geblieben und hätten jeden angeprobbelt, der da vorbeigeht und gesagt, bitte fütter mich. Vielen Dank, Bibi. Danke für die Reise. Hier seht ihr mein Halfter. Ist natürlich nichts für die Ewigkeit, aber wenn man mal schnell was braucht, soll ja auch nirgends von die Augen rutschen. Mach's gut, kleine Spatz. Mach's gut. Tschüss. Dachtest du, wir gehen jetzt ausreiten, Kumpel? Ihr habt heute euren freien Tag. Nutzt den auch. Das ist uns auch wie so ein Cowboy hier mit dem Strohhalm im Mund. Endlich Mittagszeit. Ich habe schon richtig Hunger. So, jetzt ist das Lager auch wieder aufgefüllt. Ich werde jetzt schnell abäppeln und dann die Ponys für den Unterricht fertig machen.
Und los geht's mit den ersten Ausritten. Wenn ich mit den Kindern ausreiten gehe, dann drei Möglichkeiten. Entweder wie hier, ich fahre mit dem Fahrrad vor, die Ponys kommen hinterher. Oder jetzt seht ihr die zweite Möglichkeit. Ich reite mit, wenn ein Pony frei ist sozusagen. Meistens nehme ich dann Dakota. Oder ich laufe halt. Kommt ganz darauf an, welches Reitniveau die Kinder haben. Also ob sie schon viel mit galoppieren, dann reite ich meistens selber mit, weil ich dann immer ein Pony gut, sag ich mal, auch für den Fall der Fälle im Griff habe. Und warum das so wichtig ist, dass man ein Pony gut im Griff hat, seht ihr gleich in den folgenden Aufnahmen. Nicht schlimm, weiterreiten, die können nicht fressen, eure Ponys. Weiter geht's. Jetzt weiß ich auch warum. Weil da ein ziemlich großer Hund steht. Da hat er sich einfach dolle vorschrecken. Seht ihr den am Baum? Ja, alles gut, Hunde. Alles gut. Das ist immer wichtig. Im Gelände, auch auf dem Platz kann sowas passieren, aber im Gelände noch eher, weil da sieht man es nicht kommen. Den haben wir jetzt nicht gesehen in den Baum. Der hat ja auch nichts gesagt. Im Gelände können sich die Pferde immer mal schnell erschrecken. Und da ist einfach wichtig, dass man dann keine Angst hat, sondern die Zügel kurz nimmt und guckt, dass man eine Übersicht bekommt über die Situation. Weil hätte ich jetzt Angst bekommen, dann wären die Ponys alle losgerannt. Das bringt ja auch nichts. Also ihr seid richtig toll ruhig geblieben, ihr beiden habt ihr ganz toll gemacht. Besser hättet ihr euch gar nicht verhalten können. Okay, und dass wir jetzt nicht lernen, dass wir damit aufhören, traben wir gleich nochmal an, ganz aus der Ruhe. Super. Zieht ein bisschen kürzer, Hände ein bisschen herunter. Bei der Straße beim Anhalten. Das ist super. So, die Ponys sind fertig. Ich bin gleich mit Misten fertig. Na, das heißt gleich Viertelstunde. Ich fahre jetzt erstmal die Heusäcke hoch. Lady wartet hinten schon. Der ist schon wieder im Kuschelmodus. Hallo. So, erstmal hoch von hier. Stimmt's, Kuppel? Dann gibt's endlich Futter. Jedes Mal, wenn ich rauskomme, sehe ich übrigens Dolly, die habe ich gemalt vor einer Weile. Ach, ist einfach nur Buntstiftzeichnung von einem Foto. Aber ich finde es ganz süß. Dadurch, weiß ich nicht, habe ich die Pferde ein kleines bisschen zu Hause bei mir. Ich will auch noch Cody in dem Stil malen und Lady. Dann habe ich sie hier vereint. Guck mal, denke ich, mache einer dahin und einer vielleicht da oben.
Safi macht so tolle Fortschritte. Also, der schafft es jetzt tatsächlich mal, sich auf den Platz, auf dem er heute beim zweiten Mal ist, jetzt in der Entspannungsphase hier, richtig lang zu machen. Also hier am durchhängenden Zügel zu laufen. Also, echt schön. Dort auch schon ein paar Mal abgeschnaubt. Und ja, Galopp ist auch schon besser. Ich kann mal, ja, riecht hier noch mal Ponys. Ja, versuchen euch das zu filmen von oben. Kann aber sehr wackelig werden. Also, das war jetzt so gut, dass ich überlege, ob ich damit tatsächlich aufhöre heute. Weil man echt, ich behandle ihn da wie ein Jungpferd, kleine Schritte belohnen muss. Und er ist jetzt so entspannt galoppiert. Ist nicht bockig geworden, als ich ihn wieder losgeschickt habe. Und ist halt auch jetzt danach entspannt gewesen. Hat einen Hals lang gemacht. Was will ich denn mehr, wenn ihr zufrieden mitarbeitet, ja? Muss man ja dann auch nicht überreizen. Morgen ist Shooting-Tag. Ponys haben sozusagen frei. Und ja, kein Reitunterricht oder so, sondern ich habe einfach ein Fotoshooting mit den Pferden. Und ja, mein Ziel ist irgendwie gerade hier, dass ich versuche, so viel Fell wie möglich rauszubekommen. Weil die einfach, muss man sagen, in dieser Übergangszeit nicht ganz so ästhetisch aussehen, sondern eher wie Steinzeit machen muss, ne? Mit dem dicken Fell. Also ich finde es deutlich hübscher mit kurzem Sommerfell. Und ich gebe mein Bestes, das hier irgendwie rauszubekommen. Aber wie ihr seht, Dolly hat schon ganz schön viel Wolle verloren hier. Wenn das hier auch so fliegt, das sieht aus wie in Texas, wenn so ein Gebüschball umherfliegt. Ja, ich versuche auch mit diversen Mitteln das Fell aus dem Tier zu bekommen. So wie sie das angenehm findet. Muss mir da ja auch nach ihr richten. Sie verliert auf jeden Fall extrem viel und heute waren halt schon 25 Grad. Also da, ja, da schwitzt sie ohne irgendwas zu tun in dem Wintermantel. Deswegen will ich sie da ein bisschen unterstützen. Ich glaube, wir kriegen das schon ganz gut hin hier. Auf jeden Fall vorsichtig hier, wo die großen Knochen lang gehen. Da natürlich nicht aufdrücken. Einfach gucken, was so runterkommt. Auch hier am Bauch natürlich ganz vorsichtig. Dann nehme ich wieder die.
die Kleine hier. Ja. Ja, so sieht es aus, wenn ich E-Learning am Morgen habe und das schöne Wetter nutzen möchte und es irgendwie geht und ich draußen sitzen kann. Dann höre ich halt bei den Vorträgen draußen zu, das juckt ja keinen. Ki hat da irgendeinen Knochen gefunden. Und es gibt schon Melone. Und Müsli für mich. Und E-Learning. Aber das kann nebenbei laufen. Während ich hier gerade mein kleines Beet hier umgrabe und von Unkraut frei mache, damit ich hier einen Teil von den Erbsen rauspflanzen kann, ist Kairo die ganze Zeit auf der Suche nach dem perfekten Platz, um seinen Knochen zu vergraben. Er hat so einen alten Knochen gefunden, den er hier irgendwo vergraben hat, und jetzt ist er die ganze Zeit unterwegs und will diesen ekligen Knochen loswerden. Er möchte schon die ganze Zeit ins Haus und den da irgendwo vergraben. Mike, du findest eine tolle Stelle. Geh einfach da hinten irgendwo suchen. Der läuft hier rum wie Falschgeld. Wehe, du vergräbst es in dem Erbsenfeld hier. Dann ist vorbei, Freund. Oh, es ist so schönes Wetter. Immerhin komme ich schon ein bisschen voran. Hab das Beet schon aufgewertet und werde jetzt die Erbsen hier reinpflanzen. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Und ihr sagt euch schon mal Tschüss. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen.